Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Bastelkiste. Ja, hier geht es jetzt weiter mit Teil 2. Wer sich das Video Teil 1 dieses Balkonkraftwerks von Anker, das Solix RS40, noch nicht angeschaut hat, sollte erst sich Teil 1 anschauen und dann hier Teil 2. Hier jetzt im Teil 2 werde ich das Balkonkraftwerk anschließen an den Wechselrichter und an das Netz. Und ich werde natürlich auch mit euch in die App reinschauen und euch da auch einiges erklären. Ja. Viel Spaß dabei. Nun kommen wir zur Installation des Wechselrichters. Da gibt es aber noch einige Sachen, die ich gerne mal erklären möchte. Also wir haben hier zwei Anschlüsse, das heißt für zwei Module. Wenn jetzt einer auf die Idee kommen würde, würde sagen, ach Quatsch, ich kann die doch alle in Reihe schalten, dann würde er ja quasi nur einen Stecker benötigen. Aber Achtung, wenn wir uns jetzt hier hinten mal die Rückseite anschauen, dann sehen wir hier extra VMAX PV 60 Volt. So, und jetzt gucken wir uns mal unser Solarpanel an, was da an Spannung ankommt, also an Volt. So, schauen wir uns jetzt mal das Typenschild an, von so einem Modul. Und da steht ganz deutlich Open Circuit Voltage, also Kurzschlussspannung. Und die steht bei 37,45 Volt. Das bedeutet also, wenn ich jetzt zwei Module in Reihe schalte, hätte ich fast 75 Volt. Und das ist für den Wechselrichter zu viel. Und dann geht er natürlich kaputt. Deshalb ist es zwingend notwendig, ein Modul für einen Anschluss zu verwenden, um genau diese Überspannung hier nicht zu erreichen. Zum Anschluss der Paneele an den Wechselrichter nehmen wir uns jetzt hier die mitgelieferten Kabel. Da kann man eigentlich nichts falsch machen, weil die passen eh nur in eine Richtung. Und wem das nicht ausreichen sollte oder es möchte jemand seinen Wechselrichter gerne an eine andere Position wie in der Nähe von dem Balkonkraftwerk positionieren, der kann sich natürlich aber auch die Kabel selber bauen. Und ja, da wird jetzt oben rechts in der Ecke, ja, ein Video eingeblendet, da zeige ich euch, wie man diese Kabel sich selber bauen kann. Nun, die mitgelieferten Stecker jetzt einfach hier zusammenstecken, bis es einrastet. Und dann könnten wir dieses Modul schon an den Wechselrichter anschließen. Den Wechselrichter verschrauben wir aber jetzt erstmal noch am Rahmen. Hier am Rahmen sehen wir die vier ja, Muttern, die da eingelassen sind. Da können wir mit den mitgelieferten Schrauben unseren Wechselrichter verschrauben. So, nachdem der Wechselrichter ja befestigt wurde, können wir natürlich die Modulstecker jetzt einstecken. So, das zweite Panel ist jetzt auch angesteckt und jetzt können wir hergehen und können langsam mit der Konfiguration der App beginnen. Hier ist es jetzt halt wichtig, dass ihr hier dieses Netzkabel noch nicht in eurer Steckdose habt. Also ihr könnt das quasi hier schon einstecken, aber noch nicht das Ende von diesem Kabel hier in die Steckdose stecken. Das ist ganz wichtig, weil jetzt hat nämlich der Wechselrichter schon, wenn er es nicht gerade in der Nacht macht, sondern tagsüber, wo es hell ist, hat er auf jeden Fall schon Strom und blinkt hier unten an der Lampe rot. Dann können wir mit der Konfiguration der App beginnen. Dafür laden wir uns als allererstes die App runter. So, ihr begebt euch in den App Store, gebt oben Anker ein und wählt hier unten die Anker-App aus. Ja, kann natürlich im App Store oder Play Store kann das ein bisschen anders da sein, aber ihr habt immer noch die Möglichkeit, über die Bedienungsanleitung den QR-Code abzuscannen und dadurch den Link zu generieren, dass ihr direkt auf ja, euren App Store kommt, Play Store, und könnt dann hier genau diese Anker-App mit diesem Anker-App mit diesem Symbol ja, installieren. Das mache ich jetzt mal, das dauert einen Augenblick und ja, sobald wir
die installiert haben, melde ich mich wieder. So, die App wurde installiert. Ich öffne die jetzt. Und ja, dann muss ich natürlich hier ein paar Sachen akzeptieren, zulassen. Jetzt muss ich mich hier anmelden. Also das heißt, ich habe mich schon angemeldet. Ihr müsst euch erst noch registrieren. Unten rechts registrieren. Gebt eure E-Mail ein, euer Passwort. Registriert euch dann, bekommt dann eine E-Mail, müsst dann diesen Link bestätigen und dann könnt ihr euch dann auch, und natürlich hier unten sehe ich gerade die Nutzungsbedingungen, müsst ihr auch noch akzeptieren und dann könnt ihr euch registrieren und dann ja, könnt ihr euch dann mit euren Zugangsdaten anmelden. Ich habe das schon gemacht, deswegen werde ich mich gerade mal anmelden. So, Login erfolgreich, nachdem ich mich angemeldet habe. So, und jetzt geht es darum, den Wechselrichter hinzuzufügen. Also wir gehen auf Gerät hinzufügen. Und müssen natürlich noch den Standort zulassen, so ein paar Sachen. So, jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten auszuwählen. Wir haben ein Balkonkraftwerk. Anke hat auch noch andere Produkte, aber wir wollen natürlich ja ein Balkonkraftwerk Inverter installieren. Da wird er mir auch schon vorgeschlagen, der M160 Mikroinverter. Da klicken wir drauf. Dann müssen wir wieder nochmal den Standort ja, zulassen, bei Benutzung der App natürlich. So, und jetzt müssen wir unser WLAN suchen. Und dann nimmt er natürlich das WLAN, was natürlich auch Kontakt zum Inverter hat, also wo der Inverter auch drauf zugreifen kann, weil sonst bringt es nichts. Also er muss in diesem Radius irgendwo aufgestellt werden. So, ich nehme jetzt hier den Bo. Also ihr klickt quasi hier auf diese drei Striche rechts. Dann Netzwerk auswählen. Wir nehmen in dem Fall, nehme ich mein Bo, gebe mal mein Passwort an und dann gehe ich unten auf Weiter. So, jetzt muss ich nochmal in das Netzwerk reingehen und muss mich jetzt hier anmelden bei meinem MI32CD. Der wird natürlich bei euch ein bisschen anders heißen, aber es fängt immer vorne mit MI an. Passwort ist 12345678. So steht es auch in der Bedienungsanleitung. So, dann gehe ich wieder zurück in die App hinein. Klicke auf nur dieses Mal verbinden. Und jetzt muss ich unten 90 Sekunden lang warten. Ihr seht ja, da läuft die Zeit ab. 40, 39 ist so grau. Hinterlegt das der Text. Der wird gleich, nachdem die 33 Sekunden abgelaufen sind, wird er dann blau und dann kann ich dann quasi da draufklicken. Aber dann kann man sich hier nochmal durchlesen, ob man alles richtig gemacht hat. Also das Schuko-Kabel, Wechsellichter zur Decksteckdose darf nicht eingesteckt werden, ist klar. Und die Solarpaneele müssen natürlich mit dem Wechsellichter auch verbunden sein, so dass der rot blinkt. Also 90 Sekunden warten, bis er rot blinkt. So, dann hat man alles richtig gemacht. Nachdem er das dann gemacht hat, wird das jetzt blau und ich klicke jetzt da drauf. Dann kann ich hier oben nochmal zurückgehen. Und dann sucht er jetzt hier meinen Wechselrichter. Also das Telefon näher an das Gerät bringen, dauert einen Augenblick. Und dann, wenn er den erkannt hat, geht dieses Fenster hier auf. Und jetzt muss ich ein paar Punkte abarbeiten. Einmal sehe ich, der Inverter ist mit dem Schokokabel an der Steckdose eingesteckt. Wenn ich das gemacht habe, dann betätige ich links den Haken. Dann schaue ich auf meinem Mikrowechselrichter, ob die grüne Lampe blinkt. Die blinkt bei mir, also bestätige ich das auch. Und jetzt schaue ich noch, ob mein Smartphone wieder in meinem Bo-Netzwerk verbunden ist. Das mache ich jetzt gerade mal. Ich bin mit Bo verbunden, passt. Gehe wieder zurück und bestätige das auch noch, den Haken. Und dann geht es weiter mit Nächste.
So, und dann ist er dann erfolgreich gefügt. Und ja, jetzt muss ich abwarten, bis die ersten Daten hier erscheinen. Ja, nach kurzer Zeit sieht man jetzt hier, 15 Watt produziert meine Anlage noch. Es ist jetzt kurz nach 8. Die Sonne ist gleich weg, dafür noch 15 Watt, das ist erstaunlich. Produziert habe ich 0,03 kW seit der Installation. Und ja, das kann man dann hier verfolgen, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, was man so alles ja eingespeist hat. Das Gute ist auch, die App funktioniert nur nicht im heimischen WLAN, natürlich auch, wenn ihr irgendwo unterwegs seid. Ganz normal über das Mobilfunknetz könnt ihr natürlich dadurch, dass ihr es konfiguriert habt, auch darauf zugreifen und könnt natürlich immer den Anlagenstatus überprüfen. Ja, und dann bin ich jetzt hier am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen unterstützen, wer auch so eine Anlage hat. Und ja, über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.